Wir haben noch 17 Sekunden. Trainer. Sehr gut, noch 9. Thiago Motta. Nein. 6. Xavi. Nein. 4. 3. 2. Scheiße! Einen! Dein letzter Call. Du hast Motta und Xavi gesagt. Diago 90 Stories. Stefan erzählt mir heute eine Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was hier passieren wird. Ich sehe nur hier eine Box auf dem Tisch und... Gefährlich, Ich begebe mich hier aufs Glatteis. Oh, Junge. Das ist das Gefährliche bei Diago 90 Story. Einer hat gar keine Ahnung, der andere weiß alles und muss gucken, dass der andere nichts in Erfahrung bringen kann. Schon gar nicht diese Überraschung heute. Aber bevor wir zum Punkt kommen, Pipo, du darfst eine Minute erraten, worum es heute geht. Bevor ich dir eine Minute laufen lasse, gebe ich dir fairerweise 3 Punkte mit auf den Weg. Du musst schauen, dass ich nicht zu viel verrate, das ist der schmale Grat. Und zwar geht es heute auch wieder um einen Protagonisten. Okay. Er wurde als Fußballer laut eigener Aussage beim AC Milan geboren. Laut Pep ist er auf seiner Position einer der einflussreichsten der vergangenen 20 Jahre. Und einen Großteil seiner Fußballkarriere hat er laut eigener Aussage verschwendet. Um wen handelt es sich? Du darfst fragen, ja oder nein fragen. Eine Minute ab jetzt. Ein Großteil seiner Karriere hat er verschwendet, obwohl er einer der Einflussreichsten war. Hat er unter Pep gespielt? Nein. Ist er Europäer? Ja. Hat er auch den Großteil seiner Karriere in Europa verbracht? Ja. In Spanien gespielt? Nein. Mittelfeldspieler? Ja. In England gespielt? Nein. In Italien gespielt? Ja. Mittelfeldspieler? Ja. Wir haben noch 17 Sekunden. Kein Spieler mehr? Kein Spieler mehr. Trainer? Sehr gut, noch 9. Thiago Motta? Nein. 6. Xavi? Nein. 4. 3. 2. Scheiße! Einen! Dein letzter Call, du hast ihn. Du hast Motta und Xavi gesagt, der Wecker geht, aber du hast noch eine. Du bist richtig nah dran. Du hast noch einen Call. Simone Inzaghi. Nein! Es ist... Nein, hat ist aber auch, kein auch was mit dem Präsent zu tun, das leider komplett in die Hose gegangen ist. Nämlich passend zu unserem Thema gibt es heute Espresso. Nein! Aber er ist in allen Gazetten aktuell, vor allem in den deutschen auch. Viele kennen seinen Namen, aber wenige wissen eigentlich, was hat es denn mit ihm auf sich? Woher Roberto De Servi! Nein, und ey, Leute, wieso? Nein. Wir müssen das kurz zeigen. Ja. Ich hab hier alles. Oh, shit. Gebasht, ey. De Serbi-Ball schon gehört natürlich, so sein Spielstil, auch super prägend, klar, Pep Guardiola, klar. Du hast richtig gesagt, De Serbi-Ball oder De Serbi-Ball. In Italien hat man damals gesagt, oder die Gazetten haben gerne geschrieben, De Serbismo, aber er selber hat das immer abgelehnt. Vielen Dank. Ein Espresso auf die Serbi. Wir trinken den Espresso, hier gerade in Köln, aber eigentlich sind wir gedanklich, wenn wir zurückreisen, in der Lombardei in Norditalien. Genauer gesagt, in Brescia. Da ist er aufgewachsen. Wie spricht man es aus? Ich würde auch Brescia sagen. Brescia? Brescia Calcio, sagt ihr das was? Ja, klar. Tatsächlich ist Roberto De Serbi in Norditalien nur 200 Meter vom Stadion entfernt aufgewachsen. Ach, krass. Man kann sich natürlich vorstellen. Was ist da das Thema deines Lebens? Deiner Kindheit. Sein Vater, sagt er selber, 80 Jahre heute immer noch maximal passioniert und besessen von Fußball. Von ihm hat er die Leidenschaft für den Fußball. Haben das seine Eltern supportet oder wie standen die da so zu seiner Leidenschaft? Ja, wie man es ja so gut kennt, ist meistens immer so ein bisschen zweigeteilt. Er sagt auch selber, gab bei uns damals einen Kampf in der Familie, weil sein Vater, wie gesagt, heute noch besessener Fußballfan. Er ist auch immer noch Brescia-Fan. Auf jeden Fall seine Mutter war sehr wichtig, dass er halt in die Schule geht und nicht so viel Zeit mit dem Fußball verbringt. Aber sein Vater war natürlich ganz klar, der passioniert Brescia-Anhänger. Ja, Junge, Stadion 200 Meter entfernt, Querpass rüber und dann bist du schon da. Und er selber hat dann natürlich auch ganz früh angefangen, Fußball zu spielen. Hat er seine Karriere da auch direkt gestartet, dann bei Brescia Calcio? Nach einer Zeit wurde er gescoutet, sein Jugendclub, genau kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass er in den 90er Jahren ist er dann zu AC Milan gewechselt. Hat da durch das gute Scouting-Netzwerk von AC Milan, die waren ja in den 90er Jahren die Übermannschaft. Es gab so eine Kurzdoku von Sky Österreich. Da haben die nochmal kurz ein Interview auch mit ihm geführt über die damalige Zeit, wo er gesagt hat, wow, ich bin ins Training gekommen. Damals von 97er, 98er Jahr hat er da mittrainiert mit der ersten Mannschaft. Da war Maldini, Edgar Davids, da war davor Van Basten, Roberto Baggio war da. Boah. Also das waren brutale Spieler, die er alle selber dort noch gesehen hat. Und er selbst sagt ja, ich wurde als Fußballer am AC Milan eigentlich geboren. Ah, das heißt, Brescia war so seine erste Inspiration halt. Sein Vater, da ist das gekommen. Er ist natürlich groß geworden, direkt neben dem Stadion. Aber er hat dann den Verein relativ schnell überwachsen, so wenn er dann direkt zu AC Milan gewechselt ist in der Jugend. Genau, er ist relativ früh dann zum AC Milan gewechselt, war einfach ein Talent. Er
wurde mit der Liebe zu Brescia und AC Milan geboren. Norditalien, ne? Brescia und AC Milan trennen nur 90 Kilometer. Da bist du mit dem Auto in anderthalb Stunden da, mit dem Zug mittlerweile sogar in 36 Minuten. Da fühlt es sich heimisch und AC Milan war da natürlich der größte Club zu der Zeit. Und das auch, und das habe ich das Gefühl, es wirkt auch heute noch nach, dass er es eben nicht geschafft hat, sich bei AC Milan durchzusetzen. Das hat er nicht geschafft. Welche Position hat er gespielt? War da wirklich so ein hoher Konkurrent? Woran lag das? Ein sehr eigener Typ, wie man das auch heute merkt. Ich finde, die Parallelen zu Pep, die sind sowohl von seiner Art der Kommunikation, glaube ich, habt ihr auch schon gesehen, die sind nicht zu übersehen. Mhm. Und er war, sagte auch selber, kein einfacher Typ. Er war ein Zehner, wie er quasi im Buche steht, also ein offensiver Mittelfeldspieler, manchmal auch als hängende Spitze eingesetzt. In 14 Jahren hat er 13 verschiedene Vereine erlebt. Also er sagt auch, in seiner 14-jährigen Profikarriere hat er eigentlich nur 3 Jahre wirklich genossen. Ach krass, also ist nie wirklich heimisch geworden irgendwo. Genau, das ist wirklich der Punkt. Er ist nie wirklich heimisch geworden. Also hat sehr häufig, wurde er dann ausgeliehen, er hat es nicht dahin geschafft, wo er es eigentlich hinschaffen wollte. Das war natürlich das italienische Oberhaus. Das war die Serie A, am liebsten natürlich bei AC Milan. Und es hat sehr lange gedauert. Er musste sich über sehr viele Mannschaften irgendwie immer wieder beweisen. Und bis er dann wirklich die Chance bekommen hat, einmal in der Serie A die Luft der ersten italienischen Liga zu schnuppern, hat es gedauert. Was denkst du? Ich kann mir vorstellen, das klingt so, wie als wenn er dann so mit 27, 28 dann mal irgendwo reingeworfen wäre. Jetzt müssen wir tatsächlich rechnen. Es war nämlich im Jahr 2007, hat er 3 Einsätze für ein SSC Neapel gehabt. Das waren seine ersten Profi-Einsätze und die waren genau 35, 64 und 18 Minuten lang. Oh, ja gut, aber Haken hinter, Serie A gespielt, oder? Unter Eduardo Rea, dem muss er heute noch ein Espresso ausgeben, unter dem hätte er ihn nicht gehabt. Wer weiß, ob er auf diese 3 Serie A-Einsätze gekommen wäre. Aber um, sag ich mal, die Spielerkarriere abzurunden, was man ihm schon lassen muss, er hat schon noch Champions League gespielt, er ist später dann noch zu Cluj gewechselt, rumänischer Meister, also er hat dann auch einen oder anderen Titel eingesammelt, als rumänischer Meister und auch Superpokalsieger, hat er auch 2010 gegen die Bayern in der Champions League gespielt, gegen Bastian Schweinsteiger. Ach was. Tatsächlich, blenden wir genau an der Stelle jetzt mal ein, hier geht es auf den Zweikampf. Wirklich? Roberto De Servi gegen Bastian Schweinsteiger, ja klar, Schweinsteiger damals eher auf der 6, De Servi eher auf der 10 hängende Offensiv. Wie geil ist das denn, ey? Und vor allen Dingen, dass der als Spieler, mein klassisches Vorurteil vor Italienern ist natürlich, ey, ihr liebt den Calcio, ihr liebt Italien, ihr bleibt da, ihr spielt bis 38 in der Serie A. Das klingt ja erstmal ungewöhnlich, dass so ein Typ, der bei der AC Milan ausgebildet wurde, dann plötzlich in Rumänien unterwegs ist. Aber so dieses Ding auch irgendwie neugierig zu sein auf neue Sachen, ja auch in seine Trainerlaufbahn anscheinend irgendwie reinlegt so. Allein so, was Fußballexperimente angeht, aber auch was Stationen angeht. Ja, voll. Er hatte nach seinen 14 Jahren als Profifußballer das Gefühl, ich habe meine Karriere wasted, hat er gesagt. Ich habe sie verschwendet und das merkst du oder das habe ich das Gefühl hinein zu interpretieren, dass man ihm das anmerkt, dass er eben nicht satt ist. Wenn ich so ein De Serbi verfolge, sowohl an der Seitenlinie als auch bei Interviews, als auch bei allem, was ich von vielen Spielern jetzt gehört habe, die über ihn gesprochen haben, du merkst ihm diese unfassbare Besessenheit für diesen Sport an. Wahnsinn. Wie kam dann irgendwann so diese Transition von Spieler zu Trainer? Ja, also er selber hat gesagt, für ihn war das unglaublich. Er hat 2013 auch seine Spielerkarriere dann beendet und hat dann in diesem Jahr auch noch angefangen, und zwar in der Serie D, also in der 4. italienischen Liga, und zwar bei, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausspreche, Dafo Boario. Das könnte auch irgendwie so ein brasilianischer Fünftligist sein, oder? Ja, oder so ein brasilianischer Flügelspieler, genau. So, der es mit 3 Gegenspielern auf einmal aufnimmt. Und so. Darf ich vorstellen? Dafo Boario, genau der. Das ist in der Nähe bei Brescia, ein kleiner Ort, und hat halt sofort gesagt, ich habe beim Trainersein sofort gemerkt, ich war selber ein Spieler, der tricky war, und es macht mir unfassbar Spaß, genau mit diesen Spielern zu arbeiten, weil man vielleicht Fragezeichen mit ihm nicht so umgegangen ist, um ihn in die Richtung zu bekommen, wo er hätte sein können. Hat er selber jetzt nicht gesagt, das ist meine Ergänzung. Aha. Aber das macht ihm unfassbar viel Spaß, also die Person zu sein, die die Spieler, die schwierig zu handhaben sind, auf das Level bringt, wo sie vielleicht optimalerweise hinbringen können. Und da kommen wir später noch zu Brighton. Ja. Da hat er einen Vergleich mit einem deutschen Spieler gezogen, wo er sagt, das bin ich in sehr jung. Ach krass. Du weißt, über wen wir sprechen. De Servi vergleicht sich mit einem deutschen Spieler, das bin ich der in bei sehr jung. Brighton. Dann reden wir natürlich über Pascal Groß. Genau, da kommen wir später noch im Detail dazu. Die haben auf jeden Fall eine sehr besondere Beziehung, die zwei. Wie kam dann irgendwann so dieser Step aus dieser Unterklassigkeit als Trainer? Was war da so der Booster, dass es dann durch die Decke ging? War ja irgendwann dann bei Schachtel Donetsk, hast du erzählt? Genau, das sind dann schon ein paar Sprünge weiter. Sein Schritt ging ja erstmal von der Serie D, dann die Serie C. Dort auf jeden Fall bei Foggia schon auf sich aufmerksam gemacht in italienischen Kreisen und kam dann nach Sizilien, nach Palermo. Ach, und in Palermo dann direkt die Möglichkeit bekommen, in der Serie
Serie A als Trainer aktiv zu sein. Und da muss man aber sagen, das ist jetzt so eine richtige Bilderbuchgeschichte, weil aktuell schwärmt jeder, revolutioniert den Fußball, heißt es. Aber bei Palermo gab es für ihn mal richtig auf die Fresse. Und zwar war er genau gesagt 13 Spiele da. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, der Clubpräsident hat insgesamt, glaube ich, 31 Trainer entlassen in nicht so vielen Jahren. Also einer, der dafür bekannt war, sagt heute auch, hätte ich wissen können, war ein Riesenfehler, für ihn ein Riesenlearning. Haben da, glaube ich, die ersten 6 Spiele in Folge nur auf die Nuss bekommen. Ein Zitat vom Clubpräsident war, the team was painful and the coach as well. Aber wie krass muss der aus diesen Dingen dann auch gelernt haben? Weil das ist ja immer so dieses komplett Verrückte. Du siehst den heute als einen der erfolgreichsten, progressivsten Trainer auf dem Markt, bekommt Lob von den Top, Top, Top-Leuten, hat aber auch genau an solchen Stationen dann einfach richtig zu knabbern gehabt. Er sagt auch selber, das war wirklich für ihn eine krass schmerzvolle, aber auch wichtige Erfahrung. Der Serbi hat sich nach der Palermo-Zeit, nach der herben Klatsche schon was überlegt, hat da ganz viel Bielsa und Guardiola auch recherchiert. Also es sind extreme Parallelen zu erkennen. Er selbst sagt, es ist ein Mix aus vielem. Beruht aber ganz klar, sagt er auch selber, Pep Guardiola ist der Grund, warum ich auch Trainer wurde. Aber der muss da wie ein Wahnsinniger gearbeitet haben. Weil wie sonst bekommst du immer wieder höhere Vereine von dir überzeugt, obwohl du ja eigentlich keine Punkte lieferst. Und genau das ist eine Parallele, die man auch bis heute ziehen kann. Also was er damals schon getan hat, weil wenn du Bakary Sagnar am Ende seiner Karriere nochmal so vom Hocker haust, beim Tabellenletzten bei der Serie A, da musst du wirklich was liefern. Yeah. Und alle seine Kollegen haben gesagt, ja, das sagst du nur, weil du spielen willst. Wir haben dem halt unterstellt, du kriegst dem jetzt in den Allerwertesten, damit du spielst. Er hat gesagt, nee, das hat damit nichts zu tun. Und heute, sagt er, heute lachen alle drüber. Sagnar, ey. Bakary Sagnar, der Supporter von der ersten Stunde, muss ich aber ehrlich sagen, da wurde ich erstmal auf ihn aufmerksam, weil damals hat ja Kevin Prince Boateng bei Sassuolo gespielt, wenn du dich erinnerst. Zur selben Zeit, als Roberto De Zerbi da Trainer war. Der ist sogar genau deshalb gekommen, weil Roberto De Zerbi da Trainer war. Nein, war das nicht direkt von Barcelona oder ist er von Sassuolo wieder zu Barcelona? Irgendwie da war was, es kann sein, dass er von Barcelona gekommen ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist überragend, könnt ihr euch auch gerne mal eine ganze Länge anschauen, ist Kevin Prince Boateng zu Gast bei Rio Ferdinand in seinem Podcast und erzählt da, ey, der Agent von Boateng sagt, er hat mich angerufen und gesagt, ey, Sassuolo, interessanter Trainer und so. Sag ich, was will ich in Sassuolo? Was verfehlt sein Job? Ja, und dann hat er gesagt, nee, ey, da ist ein Trainer, der ist wirklich Wahnsinn. Und dann hat Roberto De Zerbi zum Hörer gegriffen und gesagt, du wirst hier den geilsten Fußball aller Zeiten spielen. Yeah. Und er hat gesagt, dieses Telefonat, also man das muss ja sagen, würde ich so gerne hören. Ey. Wie hat das funktioniert bei Sassuolo? Ja, bei Sassuolo hat er eben das weitergeführt, dieses Offensive, dieses Freche, vor allem den Gegner auch provozieren. Da kommen wir gleich beim Beispiel Brighton noch dazu. Und da muss man sagen, in Italien ist das besonders schwer aufgrund der Historie. Wir wissen alle. Ja, Catenaccio natürlich, Defensive, einfach eine ganz andere Mentalität, sowieso schon sehr taktisch, sehr ausgeklügelt. Da wird ja auch viel mehr Taktik trainiert und gespielt als in Deutschland. Und da dann auch nochmal so progressiv neu zu denken, so neue Dinge reinzubringen, ist auch mutig. Da gibt es verallgemeinert gesagt zwei Lager. Das Capello-Lager, jetzt mittlerweile über 70, ergebnisorientierter Trainer, der für ganz viele italienische Trainer auch stellvertretend stand. Und das ist das italienische, wie du es gerade sagst, Catenaccio, ergebnisorientiert spielen, muss nicht cool aussehen. Und auf der anderen Seite ist ein Trainer wie Roberto De Zerbi, der sagt, Ergebnis ist mir erstmal scheißegal. Ich will hier geilen Fußball spielen. Krass. Ich gehe mit Sassuolo auch in San Siro und ich spiele offensiv auf, als würde ich hier um den Titel spielen. Und dafür muss man wirklich sagen, das hat Sagnar, diese Balls hat er schon bei Benevento entdeckt, das hat er bei Sassuolo fortgeführt und dort auch das erste Mal wirklich international auf sich aufmerksam gemacht. Spieler wurden plötzlich in den Fokus gebracht, die davor überhaupt nicht im Fokus waren und das hat ganz viel mit Roberto De Zerbi zu tun. Wahnsinn, ey. Aber er hat vor allem auch Spieler wie Kevin Prince Boateng nochmal wirklich im Detail gesagt, was ich für einen Fußball spielen will. Und da gibt es ein Beispiel aus dem Training, das ich wirklich aus einer sehr, sehr guten, nahen Quelle weiß. Grüße gehen raus. Boateng hat im Training gesagt, hat sich beschwert, ey, ich bekomme gar keine Bälle da in der Offensive, auf der 10, im Sturm, was ist da los? Und dann hat Roberto De Zerbi so lange auf Kevin Prince Boateng eingeredet, dass er gesagt hat, du spielst jetzt im Training hier mal als Innenverteidiger. Kevin Prince Boateng mit 30 spielt bei im Training bei Sassuolo. Der kommt dahin und sagt, Jungs, außer Fallrückzieher mache ich nichts, habe ich gedacht. Und als er dann Innenverteidiger gespielt hat, hat er gesagt, krass, jetzt verstehst du, warum es so schwer ist, den Ball da vorne hinzubekommen, gezielt und kontrolliert. Yeah. Und das war der Grund, warum er ihn als Innenverteidiger spielen lässt. Mega. Mega. Aber da musst du natürlich erstmal die Idee haben und dann im zweiten Schritt aber auch die Überzeugungskraft dazu. Und das ist, glaube ich, auf diesem hohen Niveau
Eine sehr seltene Mischung. Vor allem die Cojones, ne? Ein Boateng, der damals natürlich das Alpha-Tier in der Kabine bei Sassuolo war, natürlich. Gar keine Frage. Den dahinzustellen, das auch dich trauen zu machen, als Trainer, boah, der jetzt gerade nicht auf 5 Champions-League-Titel zurückgreift, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Klingt jetzt bei Sassuolo auch noch nicht so, als ob er da Titel gewonnen hat. Der Titel natürlich nicht, aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, zwischen Platz 6 und 8 konnte er da auf jeden Fall was erreichen und darauf sich aufmerksam machen. Ist dann aber als nächsten Schritt, das könnte man vielleicht jetzt nicht so erwarten, nach Donetsk gewechselt, zu Schachtja. In die Ukraine. Auch verrückt. Auch immer noch so, dass man sagt, boah, das kann auch in der Versenkung untergehen. Ja. Ne? So ein Trainer, ja, der zu viel von sich hält, irgendwie nichts reißt, aber denkt, er ist es. Ja. Und vielleicht bleibst du dann bei Donetsk. Mutig, ey. Riesenrisiko. Ja, bei Donetsk tatsächlich waren es so um die 30 Spiele, die er da gemacht hat. Welches Jahr war das ungefähr? Da bewegen wir uns 2021, ist er im Mai gekommen und musste im Juli schon gehen. Er hat in 30 Spielen 20 Siege geholt, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, also im Schnitt 2,17 Punkte. Überhaupt einen 2-0er-Schnitt zu haben, ist stark. Das hat aber leider den traurigen Hintergrund, dass eben damals die russische Invasion kam in die Ukraine und er dort auf Platz 1 mit Schachtja stand. Und das auf jeden Fall fortführen wollte. Man hört im Interview auch raus, das war eine ganz schwierige Zeit für ihn. Also er hatte sportlich die schwierige Zeit in Palermo, aber er hatte noch nie was mit Krieg zu tun. Da kriegst du auch wirklich Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, dass er sagte, ich wollte damals bleiben. Ich habe mich gefühlt wie ein Vater und das sind meine Kinder. Yeah. Und ich möchte die hier nicht allein lassen. Er wollte wirklich bleiben. Er hat gesagt, ich wäre geblieben. Ich will, das Projekt ist für mich hier nicht fertig. Ich bin ja erst 3 Monate da. Aber dann sind eben ganz viele Spieler einfach gegangen, natürlich mit ihren Familien. Und er ist dann demzufolge auch gegangen, hat er gesagt. Hat da aber wirklich bis dato seine, ja, sag ich mal, zweiterfolgreichste Zeit. Nach Foggia hat er da immerhin 1,38 Punkte im Schnitt geholt in der Zeit. Und ja, hätte das Projekt auf jeden Fall gerne zu Ende geführt und die Meisterschaft da halt gerne geholt. Aber es kam dann 2 Monate später für ihn ja der Schritt, dann das Angebot Premier League, Nachfolger von Potter. Wahnsinn. Nachfolger von Potter bei Brighton & Hove Albion. Was war Brighton & Hove Albion damals für ein Verein? Das heißt ja, dass Potter eine richtig gute Arbeit dort geleistet hat, dass er richtig gute Truppe hinterlassen hat. Ja, voll. Das sagt der Serbi selbst auch. Nicht umsonst zum FC Chelsea dann. Aber er hat das Ganze nochmal, man kann wirklich sagen, Serbi-Ball. Er hat das Ganze, wie man ihn bis dato schon kennt, wilder Vogel. Er will das Ding auf die Spitze treiben und das hat er halt auch getan. Das hat Spuren hinterlassen. Klopp redet in den höchsten Tönen von ihm. Guardiola sagt, er revolutioniert den Fußball einfach nochmal. Und das, obwohl der Serbi Guardiola als den Grund sieht, warum er überhaupt Trainer wurde. Roberto, ey, Wahnsinn. Und was für ein bunter Weg bis dahin. Also so lang unterklassig italienisch trainiert, Foggia Calcio und noch weiter drunter, Serie D, da hat er ja wirklich den Staub am untersten Kellerboden gefressen. Bis er dann irgendwann so sich wirklich da so hoch gearbeitet hat. Das waren ja auch keine Stationen, wo er durchgeflogen ist. Das war ja wirklich, das war knallharte Arbeit und immer wieder, was du so sagst, dran gearbeitet, Guardiola wahrscheinlich studiert. Ranieri, wen hast du da noch genannt? Bielsa hat er vor allem studiert, also Bielsa-Schule, Guardiola und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Du kommst ja aus einer Karriere, 14 Jahre Profi und sagst, nur 3 davon habe ich genossen. Ich habe eigentlich meine Karriere verschwendet, bin ein schwieriger Charakter, fange dann als Trainer an, bin sehr überzeugt von meiner Art. Läuft er nicht direkt so, wie ich will? Also man sagt von der historisch schlechtesten Vereinsleistung bei Palermo, wo du so verkackt hast, auf gut Deutsch gesagt. Da musst du erstmal die Überzeugung haben, dann zu sagen, Fußball ist weiterhin mein Thema. Ja, ne? Definitiv. Und was man aber da raushört ist, er hat ganz schnell gemerkt, hier Trainer sein, das ist mein Ding. Diese Mischung aus Guardiola und Klopp, irgendwo die Spieler bei sich haben, die schwierigen Spieler ja, an sich binden wollen und vor allem, und da sind wir jetzt bei Brighton, dieses neue Verständnis von Fußball. Was der hier mit diesem 4-2-3-1 da macht, das ist nämlich De Zerbi Ball, das muss man wirklich sagen. Was ich von De Zerbi Ball mitbekommen habe, ist, dass es ja verschiedene Elemente gibt, die sehr, sehr eindrücklich sind, die das sehr, sehr eindrücklich beschreiben. Zum Beispiel den Gegner kommen lassen, das heißt sehr geduldig aufbauen, teilweise auch ganz provokant einfach den Fuß auf den Ball stellen, stoppen, bis der dann halt wirklich so angerannt kommt und man dann ganz tief, sehr risikoreich dann den Ball immer wieder übersteil klatscht in die nächste Linie bringt. Junge, der Mann ist perfekt vorbereitet,
der will morgen im Brighton-Spiel kommentieren. Ja, man merkt, Pipo richtig stark kommentiert. Verpflichtet mich. Hat auch interessanterweise die Süddeutsche geschrieben, dass er da drüber philosophiert, dass Fußball für ihn ganz viel auch mit genau solchen Dingen zu tun hat, wie auf den Ball treten. Er sagt, was passiert denn? Das ist provokant. Also wenn du auf den Ball trittst und kurz ruhst, das ist so, das ist hier meins. Das ist so ein Besitzanspruch und das ist genau das, was er nämlich will. Wie du sagst, wenn die im 4-2-3-1 spielen oder offensiv dann auch ganz gerne mal im 4-2-2, dann will er, dass der Gegner ins Pressing gelockt wird. Und er sagt, wir warten, bis der Gegner jump out, also bis er rausspringt. Und dann sagt er immer, wenn der Druck vom Gegner groß ist, also wenn die plötzlich jetzt anfangen mit Pressing, weil die den Ball haben wollen, weil wir sie provoziert haben. Wenn die so richtig ansprinten. Genau, wenn du merkst, okay, jetzt die wollen jetzt den Ball erobern, umso mehr Druck der Gegner gibt, umso mehr Vertikale bringen wir ins Spiel. Ja. Und umso weniger Druck der Gegner bringt, desto mehr gehen wir quasi hier dann in die Breite. Wahnsinn. Auf der einen Seite proaktiv, weil viel mit Ball, aber auf der anderen Seite sehr viel reagieren, weil eben gucken, was bietet der Gegner uns an. Genau, reagieren, das gleichzeitig aber bei einem extrem hohen Ballbesitz. Also er hatte mit Brighton quasi als Verein, wo du ja, im Schnitt so 9., 10., was den Marktwert angeht in der Premier League bist, teilweise Zweiter, was Ballbesitzquote, 62-60% rum gehabt. Und wie du sagst, den Ballbesitz wirklich zu... Und da sagen ganz viele Spieler, was der im Training mit uns gemacht hat, da sagt Groß, die ersten paar Tage dachten wir, wir wissen nicht, ob das gut geht. Also was will der Mann von uns? Der ist wirklich, es gab die ersten 4 Wochen scheinbar ganz wenig Ball und ganz, ganz viel, ja, Laufen, Stehen. Da ging es wirklich darum, stehst du gerade den Winkel da oder mit dem Geodreieck 5 Grad weiter da, den Ball in die richtige Richtung mitnehmen. Es geht immer darum, den freien Mann zu finden. Und da hat Groß gesagt, sowas habe ich selten gesehen, so das eine besessene Position. Das erinnert sowas von einem Pep Guardiola und wahrscheinlich die andere Hälfte des Trainings ist dann einfach Passspiel, so ungefähr. Ja. Was auch ganz berühmt bekannt ist, ist, dass er quasi, wenn er den Ball, also wenn das jetzt das Grün der Ball ist, er spielt ihn auf die Außenposition. Und dann spielt er ihn gerne auf einen heranlaufenden, also wenn wir im 4-2-2, wenn die ein bisschen einrücken, spielt er den gerne auf den Stürmer und der Stürmer soll dann klatschen lassen auf die 6. Und dann, wenn die Verteidiger hier mitkommen, dann entsteht nämlich hier ein Raum und diesen Raum möchte er, dass dann quasi der andere Stürmer besetzt. Und wenn die aber nicht mitkommen, dann hat er hier auch Zeit, sich zu drehen und quasi nach vorne zu gehen. Also ganz viel über freie Positionierung, freie Räume, freie Spieler. Und da ist er scheinbar im Training wirklich ein unfassbarer Perfektionist. Mega. Was spielt für einen Pascal Groß da für eine Rolle so auf dem Platz oder auch im Zusammenspiel mit De Zerbi? Ja, er selber hat gesagt, De Zerbi, dass Groß ihn an ihn selbst erinnert, damals, als er noch sehr jung war. Er sagt im Interview, bevor ich angefangen habe, Fußball zu spielen, also ich weiß nicht, wie wild er damals drauf war, also before I started as a player. Also er hat da, sieht da ganz starke Parallelen bei Groß und macht ihn zu einem ganz elementaren Bestandteil auch im Spiel von ihm, weil er einfach ein sehr ballsicherer Spieler ist. Er will sehr viel Kontrolle haben, De Zerbi. Und da ist Pascal Groß eben sehr, sehr wichtig und auch ein Spieler, das sehen wir auch in der Nationalmannschaft, der sehr selbstlos ist. Mhm. Nagelsmann sagt schon, sowas habe ich selten gesehen, so einen selbstlosen Spieler, der halt genau das aber umsetzt, was De Zerbi dann von ihm will. Mega. Jetzt ist De Zerbi überall, gerade in den Medien wird ja diskutiert, beim FC Bayern, bei auch immer wieder anderen großen Vereinen. Vielleicht, wenn das Video hier draußen ist, vielleicht ist er dann schon bei einem anderen großen Verein gelandet. Das ist auch ein Grund, warum wir heute drüber sprechen. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall dann noch dazu sagen will, warum das so ein unfassbarer Trainer ist, woran man das auch sehen kann. Es werden Spieler wie Boga bei Sassuolo oder jetzt bei Brighton, ein Welbeck, der längst abgeschrieben wurde, ein Mitoma, den man davor nicht kannte. Ich kriege nur noch Reels vor vorgeschlagen und Shorts von einem unfassbaren Flügelspieler. Mitoma, der Japaner, der Dribbling in seiner Masterthesis, glaube ich, als Thema hatte, ne? Ja, genau. Ja, der weißt du richtig gut Bescheid. Der da wirklich auch wissenschaftlich an dieses Thema rangegangen ist. Diese Fähigkeit von De Zerbi durch diese Besessenheit, die am Anfang erstmal immer gedauert hat, das hat man in seinen Stationen gesehen. Er hat auch bei Brighton in den ersten 5 Spielen nicht gewonnen. Das braucht seine Zeit und deshalb sind die Spieler natürlich auch erstmal skeptisch, weil der kommt da irgendwie aus der Ukraine, davor irgendwie bei Mannschaften auch nicht wirklich Titel geholt und dann kommst du dahin und dann sagt man natürlich sich bei in der Premier League, wer ist er eigentlich? Ja, natürlich. Und das braucht seine Zeit und da hat aber Lallana auch gesagt, der Klopp und andere Trainer als Coach hatte, der hat gesagt, ich habe noch nie so einen Hands-on-Coach gesehen, der wirklich, der ist dann auf die Torwartposition gegangen, hat dem Torwart gesagt, was er machen soll, der ist auf die Innenverteidigerposition, er ist wirklich zu jedem hingegangen, hat ihm gezeigt, was er haben will. Crazy. Und dieser Perfektionismus, der zeigt sich ja, weil sie ja in seiner ersten Saison dann auch direkt die Europa League und damit einen Rekord bei Brighton eingefahren haben. Und er macht Spieler besser und da bringt sie überhaupt ins Rampenlicht, die du davor gar nicht auf dem Schirm hattest. Und das passt ja auch voll gut so von dem, was ich mitbekommen habe, zur Brighton-Philosophie, die da als Besitzer Tony Bloom haben. Übrigens derselbe Typ, derselbe Clubboss wie bei Union Saint-Gilloise.
der dieser ehemalige Pokerspieler ist, der sehr progressiv denkt, der sehr viel mit Zahlen rumhantiert und der sehr viele Spieler in den Verein lotsen möchte, die vielleicht bei anderen Teams noch nicht super groß aufgefallen sind, aber einfach überperformen. Und da ist es natürlich mit so einem De Zerbi, der so eine klare Idee vermittelt, so ein heftiger Fit, weil der die alle auf ein nächstes Level holen kann. Was du sagst, der macht ja Spieler besser. Auch noch so ein Boateng erklärter Fußball neu. Egal, was du da recherchierst, du findest wirklich unfassbar viele Spieler, die auch schon, und das finde ich immer wieder krass, die schon viele richtig gute Trainer hatten. Und da dann diesen Spielern nochmal ein neues Verständnis mitzugeben, dass da einer von Brighton sagt, ey, ich gucke Fußball jetzt anders. Für mich ist das Spiel ein ganz anderes geworden. Einen Spieler dann auch wirklich mal auf der anderen Position zu setzen, hat man von Lewandowski auch gehört, was Klopp mit ihm in Dortmund gemacht hat, ihn dann einfach mal als Mittelfeldspieler im Training spielen zu lassen, dass er das Spiel anders versteht. Also das sind schon Moves. Maschalü. Wahnsinnsrampe, die er genommen hat. De Zerbi ist ja auch noch nicht alt. 44. 44 Jahre und wird jetzt bei den ganz großen Clubs gehandelt. Unter anderem auch bei den Bayern. Stand jetzt ist er da nicht untergekommen. Also er wird irgendwie überall, ist der Name De Zerbi irgendwie mit im Spiel. Er selber, und das hat man rausgehört, will auf jeden Fall irgendwann, das glaube ich nicht sofort, in seiner Heimat und in der Serie A trainieren. Ach was. Ich kann mir den richtig vorstellen, dass er bei Milan eines Tages aufschlägt. Das klar. Jetzt aktuell könnte ich mir den richtig gut bei Bayern vorstellen. Genau aufgrund dieser Fähigkeit, wirklich aus den Spielern was rauszuholen, was man schon länger nicht mehr gesehen hat. Und das, ja, mein persönlicher Wunsch wäre aber tatsächlich Barcelona, dass er ja, den schlafenden Riesen wirklich wieder geil zum richtig Großen erweckt. Ich glaube, bei Bayern könnte er ein richtig guter Trainer sein. Wäre auch eine geile Lösung. Ich glaube aber... Zum Goretzka mal auf die Innenverteidigerposition stellen. Wer weiß. Ich könnte mir denn da gut vorstellen, glaube aber, das trauen sich die Bayern nicht, weil er einfach noch nicht die Titel mitbringt. Ich wrap das mal ab, weil das ist wirklich, das ist eine geile Karriere, die auch so ein bisschen anders ist und die nicht umsonst gerade so ein Riesenthema überall ist. Unterklassig gestartet, started from the bottom, aus Brescia ja einfach aufgewachsen und dann raus in die weite Fußballwelt als Spieler, komplett bunt, nirgendwo wirklich heimisch geworden und dann als Trainer wirklich so dieses Ding so aus dieser Mentalität heraus. Ich habe nicht alles rausgeholt als Spieler. Scheint da jetzt auf 180 die Motoren da durchzutreten und hat Boateng das Innenverteidigerspielen zumindest mal die Perspektive gegeben. Er ist bei Schachtar Donetsk untergekommen, hat da Krieg miterlebt, finde ich hammerhart. Und bei Brighton & Hove rasiert er jetzt die Premier League, mischt sie auf, crazy. Ich glaube, man kann nur gespannt sein, besser kann man es nicht abrappen. Europa League Luft hat er geschnuppert, bis zum Achtelfinale gegen AS Rom. Und was da jetzt noch kommt, international, ich glaube, wir können uns wirklich nur drauf freuen. Roberto De Zerbi, den Mann müsst ihr euch auf jeden Fall merken.